Die Berliner Feuerwehr wurde zu einem Brand auf einem Autohof alarmiert. Dort gab es rund 15 Fahrzeuge, die dort im Brand standen. Eine große Rauchwolke war schon von Weitem zu sehen. Die Einsatzkräfte haben deshalb sofort auf der Anfahrt weitere Kräfte nachalarmiert. Als wir vor Ort waren, mussten wir uns auch um verschiedenste Bereiche gleichzeitig kümmern. Es gab ein Wohngebäude, was durch den Brandrauch stark beaufschlagt war. Es gab einen Folgebrand in diesem Wohngebäude, sodass wir auch dort Brandbekämpfung durchführen mussten. Und dann gab es natürlich auch noch rund 15 brennende Autos, die hier vor Ort parallel dazu gelöscht werden mussten.